Willkommen zurück bei den Löwen. Monat Dezember. Es ist eine längere Pause gegeben. War kurz im Urlaub und da hatte ich nicht so viel Zeit, so viele Folgen aufzunehmen. So muss ich jetzt auf einige Kommentare erstmal antworten und ein paar Wünsche bearbeiten. Zwei Spieler haben sich Jugendspieler gewünscht, die will ich jetzt als erstes umbenennen. Christoph Glinka zum Beispiel. Den ändern wir den Spitznamen in Fabian Meyer. Genau. Und Rico Weber kriegt auch einen neuen Namen. War das nochmal? Ah, hier. Genau, der Julian. Die haben eine große Zukunft vor sich. Beide Zehner-Talente werden auf jeden Fall irgendwann beim Verein spielen. Dann wollte ich hier nochmal kurz reingucken. Der Caracas, der braucht nämlich einen neuen Mentor oder keinen. Der Daube kann das mal übernehmen. Den beiden eigentlich auch gleich nochmal. Der hat schon einen. Fabian Meyer hat auch einen. Gut. Dann war noch die Frage nach den wertvollsten Spielern. Können wir hier reingucken. Manchester United hat ja auch hier den, wie beim VfL Osnabrück Spielstand, ist auch hier Manchester United mit die stärkste Mannschaft. Paul Pogba, 93, offensives Mittelfeld, ja, der stärksten Spieler der Welt. 12 Millionen verdient er, 70 Millionen wert. Manchester United im letzten Jahr nicht mehr Meister geworden, trotz dieses krassen Kaders. Chelsea auf Platz 2. Will you? Hughes. Jugendspieler. Kommt von Derby County, für 16 Millionen gekommen. Jetzt für 70 Millionen. 89er schon mit 24. Einer der besten Spieler. Und auch sie haben ein gutes Team zusammen. Man hier sehen kann. Courtois mit seinen 90. Aber auch Real Madrid. James, teuerster Spieler. Kroos mit einer 90. Guck ich gerade, wo der ist. Der Rodriguez. Da, rechts außen ist er. Warum ist Kroos nicht so wertvoll? 36 Millionen nur. Hat er schon 29. Ja, und in Deutschland teuerster Verein ist Borussia Dortmund zurzeit. Ein Punkt hinter uns. Mit Timo Horn, einer 91er Stärke. Tuchel immer noch Trainer. Beim Bayern sieht es gar nicht so gut aus. Ein Platz dahinter. Robert Lewandowski immer noch in Topform. Im Moment in der Liga Erster. Neuer in der 88 ist schlechter als Horn mittlerweile. David Alaba und Lewandowski sind die stärksten Spieler bei den Bayern. Thiago hat sich auch schon gut entwickelt. Aber die müssen nochmal neu einkaufen. Da tut sich im Moment nicht so viel. Carrasco geholt. Für links außen. Gut, dann schauen wir mal den Kader an. Es geht nämlich gegen Hannover. Da kann der Stark nicht spielen, da kann der Rieber mal auf die Bank. Malcolm kommt hinten rein. In die Abwehrkette. Mittendrin. Könnt nochmal die Gehälter erhöhen. Oder in die Infrastruktur. Machen wir es so. So ist das gut.
Okay. Dann kann das Spiel gegen Hannover eigentlich kommen. Diese Woche will ich eigentlich, ja, frische Pause wäre mal nicht so schlecht. Aber so hoch ist die Moral auch nicht. Gucken wir mal in den Kalender rein. Da haben wir nur noch englische Wochen jetzt im Dezember. Und Mittwoch haben wir schon einen Termin mit Fanclub-Treffen. Bin ich gespannt, was der Dezember jetzt bringt. Ausbau abgeschlossen vom Jugendinternat. Ist auf maximal ausgebaut jetzt. Kann man nur noch abreißen. Hier muss ich jetzt die Trainingsplätze weiter ausbauen. Hier brauche ich die medizinische und das Wellnesszentrum erst. Dann machen wir das mal. Schön, dass das Jugendinternat jetzt voll ausgebaut ist. Hilft uns weiter. Fanclub-Treffen ohne nennenswerte Ereignisse. Niklas Stark hat am schwachen Fuß gefeilt. Stufe 3 jetzt schon. Sehr gute Entwicklung von ihm. Ich muss meinen Vertrag verlängern. Der läuft nämlich aus. Und wir haben ja noch einiges vor mit den Löwen. Dann tun wir das mal. So, die Vertragsverhandlungen. Die sind nicht so gut gelaufen, die Vertragsverlängerung. Da haben wir ein bisschen zu viel gefordert. Ups. Na gut. Mal gucken, dass wir da im Frühjahr nochmal drüber reden. Hätte nicht gedacht, dass die so geizig sind, die 60er. Gut, gegen Hannover. Stellt sich die Mannschaft. Soll ich noch was ändern? Ich könnte Mascarell rausnehmen. In der Woche ist ja wieder ein Spiel. Da oben ist nicht so viel schlechter, aber es würde die Teamdynamik fallen. Oder das Teamwork. Lass die mal durchspielen. Habe ich nicht am Ton geachtet. Ich hoffe, es ist nicht gleich zu laut. Gebt euer Bestes. Nee, geht. Hannover macht Druck. Aber er schießt kein Tor zum Glück. Leider 60 auch nicht. In einem Heimspiel ist das eigentlich nötig. Das war nicht der Matchplan. Los, jetzt zeigt's ihn. Kommt. Wir können es besser. Malcolm geht raus. Aber wen soll ich dafür bringen? Wer kann noch Innenverteidiger? Keiner. Kempf, Tech. Klostermann könnte. Okay. Geht Bönisch rein. Dann passt das wieder. Muss mal die Taktik an. Ich würde sagen, wir schieben die Abwehrreihe mal ein bisschen nach vorn. Ja, es kommen gleich mehr Chancen zustande, aber Hannover hat jetzt natürlich auch viel mehr Raum. Nur Lukas nutzt das Ganze und macht gleich einen Doppelpack. Sehr schön. Die 3 Punkte können wir gut gebrauchen. Und dann sogar den Hattrick. Martin Harnik schießt noch den Anschlusstreffer, nachdem Fossum. Achso, Fossum sollte ich mir angucken. Mache ich sofort. Jetzt, wo ich den Namen sehe, fällt es mir wieder ein. Ich habe seinen Kommentar, der sich gern Ivar Fossum mal gewünscht hätte, dass ich mir den anschaue. Ivar Fossum, wo ist er? Da. 4 Talentsterne. 8. Ne, 8 Talentsterne. Braucht Aufmerksamkeit. Die mag ich nicht ganz so gern, aber ehrgeizig ist natürlich super. 14 Millionen würde er kosten. Wahrscheinlich wäre er deutlich teurer. Spielt eine durchschnittliche Saison auch. Könnte besser sein. Hannover läuft es irgendwie nicht so.
Daube und Böhnisch noch eingewechselt. Daube hat eine super zweite Hälfte gespielt. Das mehr an, der mehr Druck in der zweiten Hälfte hat sich echt ausgezahlt. Chancen rausgespielt und dann diese drei Tore von unserem Stürmer. Auf den dritten Platz vorgerückt. Hinter Leverkusen, vor Dortmund. Hattrick von Lukas Teodorczyk gegen Hannover 96. Lupenreiner noch dazu. Höchster Formgewinn bei Fran Miguel Henao. Bei dem bin ich mir auch unsicher, wie ich mit dem... Der ist ja nicht so wirklich... Die Moral ist nicht hoch. Da muss ich mal in die zweite Mannschaft gleich reingucken. Der müsste sich eigentlich besser entwickeln. Mannschaft der Woche. Kempf, Daube und Mascarell. Und die Prämie bezahlt von 20.000 für den Sieg. Der Sponsor. So. Und mal in die zweite Mannschaft. Da läuft es irgendwie nicht ganz so. Ergebnisse. Sind auch nur im Mittelfeld. Was ist da los? Leute. Ihr seid doch nicht so schlecht. Auch mal ein Freundschaftsspiel aus. Gegen Berliner AK zu Hause. Was sollten sie eigentlich gewinnen? Erste Mannschaft. Holland mit Gelb gesperrt in der Champions League. Stark kommt auch wieder rein. Für Malcolm. Dann kann Philipp. Mal gucken, wie es der Trainer sieht. Ne, der stellt da lieber Eigner auf. Ansonsten macht das ähnlich. Die FIFA World Player Gala 2019. Lukaku vor Lewandowski und Origi. Gucken wir uns alle dreimal kurz an. 43 Millionen wert. 84er Stürmer. Sturmtank. Sehr interessanter Spieler. Strafraumstürmer Robert Lewandowski. Verletzungsresistent und Top-Charaktereigenschaften. Das ist wirklich der beste Stürmer der Welt. 31. Und knipst nach wie vor. Und Origi, Nachwuchshoffnung, Strafraumstürmer, nervenstark und ehrgeizig. Ja, mit viel Geld würde ich mir den wohl holen. Topspieler. Paris Saint-Germain wartet. Auswärts auch noch. Hartes Spiel. Puh, auf jeden Fall haue ich da die Siegprämie raus. Ein wichtiges Spiel ist es noch nicht. Ein Unentschieden wäre außergewöhnlich gut. Sagen wir, schieben die Abwehrreihe ein bisschen nach vorn. Oder? Ich versuch's. Kann ich am Spiel noch immer erinnern. Was sagt unser Trainer? Der stellt so auf: Maximilian Philipp kommt zum Debüt. Er spielt wieder in der Startelf. Noah Joel geht aus der ersten Mannschaft raus. Daube in Topform, spielt nicht. Kom dafür. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ausgehen wird. Wir werden ihnen das Leben schwer machen. Ja. Eigentor, aber da ist schon das 1-1 von Cavani. Und das 2-1. 3-1. Das läuft nicht gut. Gegen Paris. Eine Brandrede, soll ich die wirklich schon bringen? Ich versuch's einfach mal. Sehr motiviert für die zweite Hälfte. Ich muss eigentlich wechseln. Mist. Eigner nach vorn schieben, dafür Nogel bringen. Und Daube für Mascarell. Und Stark muss da hinten zusehen, dass er keine Karte mehr fängt. Oder nehme ich ihn gleich raus? Ich nehme ihn gleich raus. Volles Risiko. Die Abwehrreihe wird nach vorn geschoben. Und wir versuchen, riskante lange Bälle nach vorn zu hauen. Paris hat jetzt natürlich viel Platz zum Kontern. Aber trifft nicht mehr.
Wir leider auch. Doch, da kommt nochmal ein Eigentor zustande. 3:2. Frankom, einige Schritte Anlauf und dann voll aufs Tor. Jan Sommer sieht den Ball zu spät. Schade. Wir haben ihm das Leben schwer gemacht. Aber für uns sieht es natürlich nicht gut aus dadurch. Top-Spiel gemacht für unsere Mannschaft. Aber wir bleiben Dritter. Weil wir bleiben Dritter. Was bin ich so enttäuscht? Wir sind in der Euroleague. So super. Es geht also weiter. Neapel hat nämlich gegen Everton 8:0 verloren. Ja. Kann ich mitleben. Die Auslosung. UEFA Euroleague. 16. Finale. Wir sind mit dabei. Ich lasse es mal schnell durchlaufen. Und wir spielen gegen AZ Alkmaar. Vierter von der Stärke in der Ehrendivise. 9. im Moment nur in der Tabelle. Also nicht so gut drauf. Aber die sind nicht zu unterschätzen. Da müssen wir uns vorsehen. Wir wollen ja weiterkommen. In die nächste Runde. Vertragsverhandlung, die zweite. Wir starten diesmal mit einer höheren Grund. Die Prämien sind niedriger, aber die Gewinnbeteiligung ist höher. Dann lasse ich es dann oben mal bei. Bei dem Angebot. Leg das nochmal im Vorstand vor. Und schon ist meine Gewinnbeteiligung wieder auf 2%. Der Vorstand akzeptiert es jetzt. Aber die Saisonziele. Obere Tabellenhälfte diese Saison und nächste Saison muss die Meisterschaft schon her. Puh. Hart. Weiß ich nicht, ob das möglich ist. Kann also sein, dass der Peter nächste Saison nicht so zufrieden und sein wird, wenn wir nicht die Meisterschaft erreichen. Da fehlt aber einiges noch eigentlich noch zu. Ich unterschreibe mal. Das nächste Bundesligaspiel steht an. Gegen Wolfsburg. Teamdynamik passt. Gucken wir uns nochmal die Sachen an, die in der Woche passiert sind. Reserve hat gegen Wien Wiesbaden 4:2 verloren. Mannschaft der Woche kämpft Daube Mascarell. Ach, das hatten wir schon. Berliner AK 4:0 besiegt. Angebot für Klostermann abgelehnt. 11 Millionen sind zu wenig. Und unsere Playoff-Runde, das ist die Youth League. Da gehe ich mal rein. Ist hier ganz unten. Real Madrid, Gruppenerster. Und die Achtelfinals. Die war noch nicht. Playoff-Runde. Wir müssen gegen Dortmund ran. Danach kommt erst das Achtelfinale. Die sind komisch benannt, die Sachen. Erste Runde Meisterschaftsweg. Ich vermute, da das untereinander ist, dass nach der Playoff-Runde dann das Achtelfinale kommt. Aber gegen Dortmund wird das natürlich nicht einfach. Bin ich gespannt, was unsere Spieler leisten und reißen können. Pokalprämie von 500.000 und die Auslosung AZ Alkmaar. Dann gehen wir mal rein gegen Wolfsburg. Da gebe ich jetzt mal keine Prämie, oder? Braucht die Punkte. Und ist auswärts. Haben es wieder eine englische Woche. Ich riskiere es mal. Ohne Prämie gehen wir da rein. Ins Spiel. Und wir holen mindestens einen Unentschieden. Das ist riskant, aber ich gehe es ein. Das Risiko. 60. Mit dem ersten und dem zweiten Tor. Wieder mal ein Doppelpack von Lukas. Blitzsauber Konter und nach einem Freistoß eingenickt. Schön. Langsam kommt er in Form. Heute gibt es hier nur noch den Sieg. Maximilian Philipp bringe ich mal rein. Das ist mir zu risikoreich und auch Bönisch kommt. 2:1, Fabian Johnson. Jetzt hier nicht noch den Sieg aus der Hand geben, Jungs. Nein, 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 nein. Puh. Glück gehabt. Treffer gilt, war noch nicht mal wirklich regulär. Aber 2:1 Auswärtssieg, wichtig. Und hat uns keine Siegprämie gekostet.
Luca schon mal wieder mit einem Doppelpack. Jetzt läuft's langsam für ihn. 6 Chancen. 2 drin. Dritten Platz gefestigt gegen Dortmund gegenüber. Bayern weiter vorne weg. Aber mit einer Niederlage haben wir jetzt ein paar Punkte wieder gut gemacht. Sehr eng hier oben auf den internationalen Plätzen. Auch Champions League ist umkämpft. Dortmund 6-1 Freiburg weggehauen. Dritte Runde gegen Borussia Dortmund. Hammer Gegner. 6-0 Rostock in der ersten Runde weggehauen. Paderborn auch mit 3-0. Und wir haben uns gegen Bremen nur in der Verlängerung knapp durchsetzen können. Wird ein schwieriges Spiel. Und sie warten auch in der Liga noch auf uns. Was sagt der Trainer dazu? Er belässt die Aufstellung so. Gegen Dortmund kann ich da mal wieder eine Siegprämie verteilen. Aber wenn wir weiterkommen, spielen wir die locker wieder ein. Dann gehen wir mal rein ins Spiel. Und heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Ich will da, dass ihr fightet. Haut sie aus den Socken, die Dortmunder. Aber Dortmund... Lukas macht das Tor. 1-1. Wahnsinnig umkämpftes Spiel. Es läuft hin und her dabei. Warum ein 1-1 zur Pause? Das hätte ich sofort unterschrieben, wenn mir das einer vorm Spiel gesagt hätte. Genauso weitermachen. Voll gegenhalten. Franco. Der Gamekarte. Da kommt es darauf rein. Und den Rest lasse ich so. Habe ich Spielgespräche gemacht? Ja. Was ein Spiel gegen den Pfosten. Und da ist das 2-1. Philipp Ox macht, der sich bezahlt. Nein, Aubameyang mit dem Tor. Und nee, Sven Bender. 3-2. Mit dem Distanzschuss haut er uns raus. In der dritten Runde verabschieden wir uns aus dem Pokal. Oh, schade. Ox erst zur Führung getroffen. Schade, schade. Aber Dortmund hat auch mehr Chancen. Hat uns hier gegen die Wand gespielt. Ist auch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die uns in der Tabelle auch wieder überholen. Sehr schade. Aber wir hatten sie am Rand einer Niederlage. Senkrechtstarter der Saison. Benjamin Henrichs. 77er Stärke jetzt schon. 4% verbessert. Ja, von uns ist keiner drin. Schade. Steigen hier noch gerade um ein bisschen in der Entwicklung, die Spieler. Reserve hat gegen Dortmund 1-1 gespielt gegen die zweite Mannschaft. Das müsste doch wieder einen kleinen Boost im Selbstvertrauen geben. Nee. So richtig zufrieden sind die im Moment nicht. Gut, wir müssen gegen Hertha ran. Unser Trainer bleibt bei der bewährten Aufstellung. Ein Neuzugang darf ran. Alonso, Maximin. Und Ox ist in guter Form. Gut drauf. Noch besser ist aber Lukas drauf, der jetzt endlich mal trifft vorn drin. Und wir wollen gegen Hertha gewinnen. Zu Hause. Im Heimspiel. Wir brauchen die 3 Punkte, um uns da oben zu halten. Letztes Spiel im Dezember. Es geht um viel. Ich überlege gerade, ob ich eine Siegprämie nochmal reinsetze. Das Geld dafür wäre da. Machen wir es mal. Jedes bisschen kann helfen. Spiel starten. Und wir verlieren das heute nicht. Der Sieg ist heute möglich. Wir versuchen es mal. 60 mit den Chancen. Aber das Tor fehlt. Und Hertha kurz davor. Ja, ein Unentschieden hilft uns hier echt nicht weiter. Heute ist mehr drin. Stark mit der gelben Karte vorbelastet, geht raus. Lukas heute nicht so in Form. Ja, soll ich Köpke bringen? Kann auch hängende Spitze, oder? Ja. Ziehe ich den mal zurück. Eigner nach vorn. Eigner geht raus. Köpke kommt. Und wir schieben mal unsere Mannschaft etwas nach vorn. Und hoffen, dass sie ein bisschen mehr Druck entwickeln können.
gegen die Hertha. Ja, die Chancen mehren sich. Aber Köpke trifft auch nicht. Was ist da los? Jungs, ihr müsst zwar das Tor treffen und da ist Köpke nach einer Ecke. Nach einer Ecke das wichtige 1-0 und Köpke macht auch noch das 2-0. 2-0 Heimsieg gegen die Hertha aus Berlin. Wie hat der Lukas konnte sich noch ein bisschen verbessern auf eine 4-0. Hat ja eine grottenschlechte erste Hälfte gespielt. Köpke mit einer 1-0, bester Spieler, war entscheidender Mann auf dem Platz. Überlegen gespielt. Aber an unseren Abschlussfähigkeiten müssen wir noch arbeiten. Und wir beenden die erste Hälfte der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz hinter den anderen Münchner Vereinen, den komischen roten Bayern. Nein. Der Pokalsieger steht völlig zu Recht da oben. 4 Punkte Vorsprung. Super erste Hälfte gespielt. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir so weit vor Dortmund sind. Ist auch nur ein Punkt, aber Dortmund ist Vierter nur als Meister. Und klar, mit die beste Mannschaft. Aber sie haben uns aus dem Pokal rausgeschmissen. Horn und Reus und Weigel, Topspieler. In Deutschland. Herbstmeister Bayern München. Letzte Saison hat Dortmund geschafft. Bisher ist in diesem Spielstand immer der Herbstmeister Meister geworden. Mal schauen, ob es bei Bayern auch der Fall sein wird. Rangliste des Fußballs Deutschland. Radecki von Wolfsburg. Bester Torhüter der Liga. Dann 83. Hätte ich eigentlich eher Horn erwartet, aber gut. Horn nur internationale Klasse mit Neuer und Gulaschi. Kempf nur im Blickfeld. Auf der Außenbahn. Weltklasse ist auf der Außenbahn keiner. Douglas Costa, internationale Klasse offensiv. Mitchell Weiser und Donati defensiv. Und defensives Mittelfeld, Arturo Vidal als einzige internationale Klasse. Dann im weiteren Kreis, Gomes, Mascherell und Givalugi. Offensiv, Sanchez, Dahoud, Latza und Grilic sind Weltklasse. Sanchez, krass, sich gut entwickelt. Dahoud, Latza, Grilic. Grilic auch ganz schön stark. Die Stürmer, Lewandowski und Rondon von Leverkusen. Guter Spieler. 10 Millionen nur geholt. Sehr guter Kauf von Leverkusen. Fjodorczyk nur im weiteren Kreis und muss sich eigentlich verbessern. Oh, da muss mehr kommen von ihm. Kam jetzt in den letzten Spielen, hat er sich gut gemacht. Hat getroffen. Aber ich erwarte noch mehr von ihm. Er muss noch mehr Tore schießen. Da hapert es noch ein bisschen im Abschluss. Beste Team im Jahr 2019, Borussia Dortmund. Top-Saison gespielt letztes Jahr. Und auch jetzt sind sie weiter mit oben mit dabei. Können sich noch am ersten Platz halten. Wir sind knapp dahinter. Nur 2 Punkte dahinter. Zweitbestes Team im Jahr 2019. Kann sich sehen lassen. Hennau und Genkinger erreichen eine neue Erfahrungsstufe. Hennau jetzt schon 76. Entwickelt sich hervorragend in der zweiten Mannschaft. Reserve hat 6-0 gegen Hottenbach gewonnen. Und die zweite Transferperiode steht an. Mascherell in der Mannschaft der Woche. Mal gucken, können wir die noch ins Trainingslager schicken, die zweite Mannschaft? Ja, 28 Tage. Dann schicken wir die nochmal los. Können sie da voll die Erfahrung mitnehmen, vor allem Hennau kann das gebrauchen. Fußballer des Monats Dezember ist Davy Selke vor Reus und Rondon. Das war der Monat Dezember. Im Januar nur ein Spiel steht an, aber die ganze Transferperiode, mal gucken, was wir da tun. Und auch die Auf- und Abwertungen sehen wir dann. Im Januar ist da nicht ganz so viel los, aber im Februar knallt es dafür dann richtig. Gleich zu Beginn Dortmund, Leverkusen und Stuttgart. Dann noch gegen Alkmaar das erste Spiel.
gegen Frankfurt und dann noch das Rückspiel gegen Alkmaar. Da entscheidet sich's dann. Oh, Februar ist vollgepackt mit Spielen. Der Wahnsinn. Ist kein Wunder, dass die Spieler ein bisschen geschlaucht sind und sich nicht so gut entwickeln. Bei so vielen Spielen. Ich weiß nicht, ob ich den Kader vielleicht doch noch vergrößern muss. Mal schauen. Bin gespannt auf das nächste Jahr. Zweiter in diesem Jahr, 2019 geworden in der Bundesliga. Das würde mir fürs nächste Jahr dann auch eigentlich reichen. Erstmal oben festsetzen, weiter verbessern den Kader, Jugendspieler einbinden. Das ist das Ziel.